Ha, so. Ich habe 2% Akku. Wenn ich weg bin, bin ich weg. Vermisst mich. Werden wir, ja. Never forget the friends we lost on the journey. Oder so. Kletter hoch. Bitch. Ja, bla bla bla. I'm only human. After all. Oh, ich erinnere mich, das lief im Trailer vor dem Spiel, dieses Lied. I'm only human. After all. Das war so cringe einfach nur. Oh! Ich habe das Spiel durchgespielt. Ich habe gerade eine neue Folge angefangen. Naja, mit Endcutscene und so wird es bestimmt noch gut füllen. Ah. Aua. The word's out, everyone's elated, but the Nexus wants to know what's next. What do I tell them? Tell them. Mein Gesicht ist nicht richtig geladen. Tell them we're home. Oh, Abspieltempo mal 1. Ich kann sogar selber entscheiden, wie schnell, Alter. Das ist so ein Luxus in heutiger Zeit. Wenn jetzt kommen würde, I'm only human, after all, dann wäre das Meme komplett. Okay, nach original 4 Minuten im Video kommen die Credits. Das ist schlecht getimed. Naja, egal. Wenn wir noch 20 Minuten eben füllen mit Blubberei, dann passt das schon. Oh Gott im Himmel. Alter, was ist das für ein Spiel? Boah, Junge, Alter, BioWare, Jesus Christ, was ist mit euch passiert? Wir haben Mass Effect 1 bis 3 so eine geile Trilogie... durchgeguckt. So eine geile Trilogie geschaffen und dann ist dieses Spiel einfach so ein Scheiß. Also wirklich, holy shit. Geil, ich rede jetzt hier nicht mehr über irgendwas, glaube ich, weil ich habe alles erzählt. Ich habe mich ganz nur darüber beschäftigt, was für eine Scheiße dieses Spiel ist. Und warum es scheiße ist. Ich habe alles erklärt. Was für ein Müll? Mann, war das Spiel scheiße. Ah, bin ich froh, dass das jetzt vorbei ist. Dass der Quark jetzt vorbei ist, Mann, Mann, Mann. Wie viele Folgen habe ich jetzt eigentlich nochmal aufgenommen? Wir sind jetzt gerade in den frühen 30ern, ne? Das ist halt auch geil.
1, 2, 3, 4, 5. Das ist jetzt die sechste. Also 34. Geil. Naja, kannst immer noch easy hochladen als betiteln, ist doch schön. Ja. Das Spiel kann nur so gut sein, wie der Streamer ist, Arschloch. Ja, ne, Moment, das stimmt. Mass Effect 2 war fantastisch. Also, ne, das ist, was ist das Spiel? Das war keine Beleidigung. Aber selber Arschloch. Globarella. Komm, wir fassen nochmal zusammen. Also, Charaktere, ultra langweilig. Geschichte, mir sowas von scheißegal. Das sind nochmal die zwei harmlosen Kritikpunkte. Dieses ganzen Rollenspielsysteme sind viel zu umfangreich, viel zu kleinteilig, viel zu unübersichtlich in der Menüführung. Das ganze Leveling ist scheiße und viel zu viel Sachen und alles macht keinen Spaß im Menü zu navigieren. Die Hälfte davon versteht man nicht. Dann das ganze Game Design ist scheiße. Ja? Die Hälfte der Zeit bist du nur beschäftigt, von irgendwie nach A nach B zu rennen, weil, oh guck mal, wir haben hier eine große Open World, einen großen Planeten. Da musst du hin. 5 Kilometer entfernt. Hier hast du dein Auto. Viel Spaß die nächsten 20 Minuten. Einfach nur Auto fahren. Und das macht halt keinen Spaß. Das ganze Mapping, wie ich es nannte, ist scheiße, weil du einfach auf der Karte nicht siehst, wo du hin musst, wo du lang kannst und hast nur dieses Kackradar. Das ist alles kacke. Dann ist die Steuerung ist scheiße, weil das Schießen so clunky ist, weil das Deckungssystem nicht funktioniert, weil man ständig Damage kriegt, wo man sich eigentlich nur ducken will, weil das Ducken automatisiert ist. Das ist scheiße. Oh, nee, Alter. Oh. Alles Mist in diesem Spiel. Alles Mist. Und der größte Kritikpunkt, den die meisten ja in Meme-Formen nennen, den hatten wir nicht mal. Die geile Gesichtskirmes, dass da einfach ständig die Animationen durchdrehen. Das hatten wir kaum. Bugs hatten wir auch, kleinere. Ne? Ich erinnere mich da an Drag, der da immer so lustig schräg stand. Oder irgendwelche Leute, der von getipost hat. So kleinere Bugs. Was in alten Spielen aber auch nicht passiert wäre. 8 von 10. Und du kannst ja Luft boosten. Ja, das Boosten war ganz nett. Die Fahrzeugsteuerung war nicht zum Kotzen. Das ist das Einzige, was dem Spiel gut hat. Und es sah ganz gut aus. Das ist das Einzige, was ich dem Spiel wirklich gut zuschreiben kann. Der Rest war nur scheiße. Es war so langweilig und so doof und so anstrengend. Was halt hart ist, weil Mass Effect Trilogie, die ist so geil. Die Mass Effect Trilogie ist so gut. Und dann kommt dieser Teil und der ist halt so ein harter Absturz. Ich hätte wirklich gedacht, dass es halt so ein mittelmäßiges Spiel einfach nur wird. So ein bisschen so, ja, die Geschichte ist jetzt nicht so spannend, die Charaktere sind vielleicht nicht so cool, aber man hat ein bisschen Spaß einfach mit dem Kämpfen. Nee, alles ist beschissener als in den vorherigen Teilen. Alles, und zwar um Welten. Da auch so viele kleine Sachen, ne, wie die Relikträtsel, dass da dass das nicht gespeichert bleibt, sondern man neu anfangen muss, wenn man verkackt hat. Dann diese Animation in der Galaxiekarte. Jedes Mal diese scheiß Mini-Cutscene laufen lassen, dass du da sonst so lang fliegst. Übel nervig. Dass alles viel zu langsam ist in diesem Spiel. Alles dauert ewig. Du willst nur auf dem Planeten landen und musst erstmal 7 Zwischensequenzen angucken, wie Schiff landet, wie aussteigt und so. Es dauert ewig, bis man mal laufen kann. Und dann stellst du auch noch im Zweifel fest, dass du falsch bist, weil fucking Nav Points auch scheiße sind. Oh! So, das macht gerade richtig Spaß, sich über das Spiel aufzuregen. Nee, auf jeden Fall für mich eine absolute Katastrophe, dieses Spiel. Wirklich eines der schlechtesten Spiele, wahrscheinlich, die ich auf dem Kanal gespielt habe. Das Schlechteste vielleicht nicht, ich weiß es nicht, was das Schlechteste war. Ich hatte einfach gar keinen Spaß, dieses Spiel macht gar keinen Spaß. Von Anfang an, und es war immer wieder dieser Gedanke nach den Streams so, ach komm, nächstes Mal, ne, einfach jetzt ein paar Nebenmissionen machen, wird schon gehen. Nee, nö, ich spiele 10 Minuten, hab schon wieder keinen Bock mehr. Ich hab schon wieder keinen Bock mehr, weil schon wieder alles scheiße ist, alles nicht richtig funktioniert, alles keinen Spaß macht. Oh, ich wollte Nebenmission machen. Aber wenn das Spiel mich so hart nur abfuckt, nö, dann halt fucking nicht. Dann baller ich jetzt halt die Hauptstory. Ich hab da einfach Pech, BioWare. Was ist mit BioWare passiert? Die haben früher so geile Spiele gemacht. KOTOR wahrscheinlich. Ich kam mit dem KOTOR-Kampfsystem nicht klar, deswegen hab ich's abgebrochen. Aber es hatte eine gute Charaktere und gute Story auf jeden Fall. Und Mass Effect-Trilogie mega, Dragon Age mega. Und dann sind die irgendwie so fett abgestürzt und jetzt machen die nur noch Scheiße. Ich weiß nicht, was mit denen los ist.
Wahrscheinlich ist das halbe Personal gewechselt. Ich weiß nicht. Oder EA macht Druck. Ich weiß es nicht. Andromeda war scheiße. Dragon Age Inquisition soll, glaube ich, auch nicht so gut sein. Anthem war eine Vollkatastrophe. Zumindest was so. Ja, was den Release und alles anbelangte. Midlife Crisis, ja. Nee. Midlife Crisis Core. Nee, also wenn ich schon vorher mein Vertrauen zu BioWare in der Hinsicht verloren habe, dass ich die letzten Teile einfach schon nicht mehr gespielt habe, weil sie halt so schlecht sind. Oder so als so schlecht gehalten. Hat sich jetzt auf jeden Fall nochmal für mich bestätigt. Anthem gibt es gerade in der Deluxe Edition für 3 Euro im Store. Mega. Das spielen wahrscheinlich noch 5 Leute aktuell. Deswegen, Mass Effect 4, Leute. Die haben es angekündigt. Nö. Nein. Das wird wahrscheinlich scheiße. Ich hier hört es zuerst. Mass Effect 4 wird scheiße. Wenn nicht gerade die Leute von damals wieder dabei sind. Ich befürchte mal, dass es wahrscheinlich ganz viele andere Leute jetzt sind. Der Schreiberling hier, Mac Walters, dürfte der sein, der Mass Effect 3 geschrieben hat. Das war ja auch schon in Teil 3 halt so der Kritikpunkt, dass das Spiel mitunter ein bisschen weird war, was so die Story und Charaktere anbelangte. Aber längst nicht so schlimm wie hier. Mass Effect 4 kommt? Ich glaube schon. Ich meine, dass da BioWare so ein bisschen was angeteased hat. Und guck mal, ein Cliffhanger für den nächsten Teil, der nie kommen wird. Das ist immer das Beste. Zum Glück kommt kein weiterer Teil. Und auch der Ladescreen hier unten, ne? Der da unten. Der ist cool. Den mag ich. Der sieht cool aus, wie das so die Ebenen wechselt. Man muss ja alles hier, ne? Alles Gute auch mal rausstellen. Hey, Scott. You beat me out of medical again. How long? Not long. Weeks. Enough to get started. Started on what? The Hyperion? Meridian? One and the same. Capital ship, capital city. The home for humanity. We did it, Dad. Are you okay? You and Sam? Our connection has been restored. I am once again able to help the Pathfinder activate Remnant technology. But does he still need to? The doctor says that by raising a fleet, I may have overreached. Slightly. We have to be careful, Scott. Pathfinder, the Nexus leaders are waiting for us. Go on. I bet it's real important. It always is. Oh. Eine Mission ist tot scheinbar. Ah ja, guck mal. Sind jetzt Missionen nicht mehr spielbar. Das ist aber schade. Epilog. Okay, das machen wir jetzt. Ich werde es bereuen. Ich werde wahrscheinlich wieder nach 2 Leuten aufhören, mit den Leuten zu reden. Wenn es hier schon einen Epilog gibt, dann können wir das machen. Inkompetenz. Neither is it yours. That is the point, isn't it? Pathfinder, you're late. Save the cluster, straight back to work. I get it. It must seem like that, but this wouldn't be possible without you. As outposts become colonies, the cluster needs its own voice. Dann mach welche. True council. Okay, wir die Folge noch filmen. It is premature. We must nominate an interim ambassador to represent concerns outside the Nexus. Or rather, you must nominate someone. Alter, warum? I can handle a hot potato, but why throw it to me in the first place? Because we need it to be legitimate. Wie macht man, Kinder? We can't impose a vote on the Angara. Or even Kanaan. Naja, man. Mann und Frau gehen ins Schlafzimmer, ans Bett, knien sich hin, beten zu Gott, dass der Klapperstorch vorbeikommt und eins auf die Veranda legt. I'd suggest you, but someone might think you killed the Archon to elevate yourself. We can't allow the appearance of that. But Hager keeps the position and the timeline in the Nexus family. Diese beiden Emotes ineinander sind perfekt, aber nur so. Ah, was labert ihr hier? Ist mir doch scheißegal, was ihr macht, ey.
Ja, hier kommen. The Angara need to help define the process. Kann man auch im Auto beten. Plus the Moshe would help solidify relations. Ja, Rückbank vielleicht runterklappen und dann geht das. And we've a lot of unresolved issues of our own. Boah, Jungs, ich habe keine Ahnung, Alter, ist mir doch egal. Ich weiß auch gar nicht, was ich da überhaupt mache. Ihr wählt jetzt irgend so ein Bastard für irgendwas. Na, scheißegal, ich esse jetzt mein Seeberger Studentenfutter. Kolonialismus! Großer Fan von. Der Welt ging's besser, als alles nur Britannien gehört hat. Vor dem Indien. Fucking Gandhi. Wie Tyler Durden, der würde auch gern Gandhi eine reinhauen. Ne. Ein Berg voller See oder ein Berg in einem See? Studentenfutter. So, this is how you all party. Pretty tame, but don't tell the host I said that. Meridian is amazing, though. You accomplished the inconceivable. I'm grateful to be part of it. Können wir jetzt bumsen? No, I'm grateful. I couldn't have asked for a better team. Da machen die schon eine neue Rasse? Das ist Aufleitung, politischer Punkt. Die haben die neue Rasse gut etabliert. Ich mag die. Ich finde die ganz okay. Dann haben die schon eine neue Rasse und einen Typen, der tatsächlich der interessanteste Charakter im Spiel ist. Und dann kann man den nicht bumsen. BioWare! To find trust. The way we arrived on Aya was over the top. Sieht aus wie Jar Jar Binks. Aber er ist nicht so nervig wie Jar Jar Binks. Agreed. Guess it worked out okay. Mit K statt mit X, dann hast du es, glaube ich. The Angara will never forget how you saved the Moshai. But more than that. Habe ich nie gesehen. We'll never forget how you fought the Ket. Beside us. How we. Ich guck gerade Star Wars Endor. Ich bin doch erstaunt darüber, wie langweilig ich das bisher leider finde. Nicht scheiße, aber langweilig. Together. Bla bla bla. It's like a fairy tale. Do you have those where everyone walks off into the sunset holding hands? At a time like this, I think it's strange that you shameless resist making a joke. I can't so. Ist auch so mega umfangreich, ne? Our people. Dann holen wir 15 Staffeln oder so eine Scheiße. Actually, I would like it. Hey. Sarah, kept a seat for you. In your planet. That's not getting less weird. About time Meridian got a proper grand opening. We all need this. Heard Scott woke up. How's he doing? Not as well as he acts, but he's getting there. Thankfully. Stubborn as hell. I hear it runs in the family. Hey, know who I just talked to? A second wave technician, fresh out of cryo. Just had his first sunrise in Andromeda. He couldn't stop crying. Just him? must be something going around. Maybe you're the carrier. We're still outsiders to a lot of people. But this? It's almost home. They haven't given you 5 minutes alone since the fight. Have you had a chance to let it sink in? Bumsen. Nee, ich hasse ihn. I slip out whenever there's a gap in the paperwork. Just look at it. Just simple, einfach. Ground under our feet, knowing it's ours. I can't wait for more people to wake up. Enjoy it, Pathfinder Rider. Tomorrow, we're back on the job. Reich an Vitamin E. Kaliumquelle. Der muss ich nicht reden, oder? Hi, Ryder. So, Tan says he's gonna let me stick around and help with the... Hey, Ryder. What's the word on the street? Ryder saves the day, Pathfinder of the Century. Ja, ihr habt die Party. Wir erinnern euch an die Party von Mass Effect 3. Das war ja nichts im Gegensatz zu dem hier. So we heading out again soon?
Almost. Now that we've got Meridian, I can't right wait on, to get tweaks. Back out there. Make Helios our home. You know where to find me when you're ready. Hey. I don't know if I should have come. Gehört ihr mit dazu? Pathfinder. I'm told I'm about to get exceptionally busy. Ja, gönn dir. We all gave of ourselves, Ephra. It was time. And as this ambassador, I will continue to do so. I couldn't impose a voice on the end. We... Kein Bock mehr, Mann. Wer fehlt denn noch? Dein ist Drecks. Dreck. Pathfinder, Sir. Nochmal 2%. Formal all of a sudden. Ich vermisse Tali. Ich auch. Ich auch. Und Yara. Ich vermisse sogar Jacob oder den komischen Wichser aus Teil 3. James Vega. Der hatte wenigstens einen eigenen Film, wo er ein bisschen sympathischer wurde. Nur das langweiligste Charakter der ganzen Trilogie, aber ein bisschen. Der Mass Effect Film war besser als dieses Spiel. Und der war okay. Der war okay. Saren und Legion. Naja, Abenteuer. I know, right? It's going to be so much fun. Crazy kid. Fighting for all the right reasons. You're right, it'll be fun. Da war irgendwie Dreck, glaube ich, gerade dran an dem einen Ding. Hat irgendwie geknirscht. Wo waren die ganzen Walnis-Dinger schon alle? Ist da irgendwo noch einer? Nein. Schade. Ich hab die Party gefunden. Heading ground side? Let's get out there, huh? Dann machen die schon diese dumme Tanzsequenz aus Mass Effect 3 nochmal und dann dauert die 2,5 Sekunden. Was ist das denn? Ach, Leute. Oh, good, you're here. Maybe the festivities can finally begin. Ich hab irgendwas ausgespuckt, glaube ich, beim Reden. Places to see, people to go. You know what I mean. Well, let's get this show on the road. Meridian looks great, but, you know, been there, done that. Hey, this was a big accomplishment. It's important to enjoy it. Don't get me wrong. I'm proud of us. Helios is changing, and will be for a long time. I'm just antsy. Don't want to miss a thing. Nebenmission fürs gute Gewissen. I know. We've only just scratched the surface. Hey. Well, war wohl Clickbait. Falscher Clickbait. Ich hatte die Leute abgestoßen. Ah, da kann die bumschen. What am I going to do with you, PB? I'll send you a list. For now, you're right. The galaxy isn't going anywhere. Let's have some fun. Ja, wir haben gerade gebumst. Habt's genau gesehen. See every day and I'm still amazed. We're really starting to put down. Wer ist die? Nein, Spaß. It's wonderful. I tell you, the team's working with the Angara to set up a joint. Joker für Arme. Ah, ich habe irgendwie eine Rosine halb verschluckt. That sounds exciting. I know. Sie kippen mich, Leica. Us helping them, them helping us. Hab mal was geändert. Ich sehe leider die Veränderung nicht. Just thinking about it. Think about it. Baute. Wann findet die Party statt? Joint research body cooperating with the Angara. Ist doch schon im Gang. Party, right? Of course. Nothing builds a team like a good whiskey and a laugh. You'd better show up, Ryder. We wouldn't be here if not for you. I wouldn't miss it for the world. You hear about the Angara? Die Bitch ist auch wichtig, oder? Lexi Bexi. Still standing. Still standing. I'm still standing. Somehow. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, danke. There's one thing. Ein paar ist lang. 24 Minuten. Geht noch. Yeah, that did it. You jerk.
Go on. I need everything. I have a reputation to protect. Hey, du bist auch Teil der Crew. I didn't organize anything. Ich hab schon irgendwie drüber gesehen. So, this is supposed to be a celebration, right? You getting used to any of this yet? Meridian? The dream becoming a reality? Ja, zwick mich, du Hurensohn. It's a lot to take in. I'm still in the pinching myself phase. Well, I'm sure everyone here would be happy to line up and give you a pinch. But so you know, I've got the Tempest topped out and ready. You want to blow this hot dog stand? Just say the word. An irgendein Charakter erinnert der mich aus einem anderen Spiel. Der erinnert mich hier an den Bastard aus Horizon. Wie heißt denn der nochmal? Der auch so einen Bart hatte. So ein hier Freibart und dann hier so einer. Nur in voller. Wie ist der nochmal? Ach, keine Ahnung. Mess with somebody else's ship. How about the Nomad? Oh, Dean. Ich weiß, wen du meinst. No. Ugh, guess I'll just have fun down here. Ich hab Rise aber nicht für die Story gespielt, sondern für die Trophäen. Ein bisschen stimmt das halt. Got a job for us. Petra, wer bist du? Du bist nicht Teil des Teams, glaube ich. Ready whenever. Hier, Cora. Ah, guck mal, hier ist sie. Die habe ich vergessen. Hey, Ryder. How's God? Much better. There might be two riders around soon. Imagine. West Forbidden Runner, ja. Scientific teams. Gotta start studying what we have. Sieht gut aus. May have helped them organize. Ich hab nicht zugehört, was die überhaupt sagen. Bitte, das ist die einzige Pilotmission sein, aber es wird noch mehr kommen danach, ich bin mir sicher. Und wenn es das kommt, dann mache ich das nicht. That's a big idea. Bigger than I'd imagine. So maybe building those teams was smart. Small steps to understand all this. Until we're at the top of the mountain. And seeing the next horizon. If we weren't on the map before, we definitely are now. See the next horizon, Zero Dawn, and Forbidden West. It'll be okay. Cora, sometimes you just have to leap out there and see where it takes you. Bye. Yeah, I guess you do. Whatever happens, you gave everyone an incredible gift. PS5 schreiben, kacke. Aber über PS3 Nachrichten schreiben, super. Also ich spreche jetzt für Julian, nicht für mich. Ist die in meinem Team? Ist sie auf meinem Schiff gewesen? Ich kenne die echt nicht. Hm. Oh mein Gott, Quariana! Die kam ja gar nicht vor dem Spiel, Felberam auf. So, White Noise? Sorry, Sam. Active filtering. Initiative protocol alpha alpha to the screen. Protocol what? Processing. Repeating. This is the Ark Kira Thea. The situation is not under control. Not an avoid until further updates. Repeating. Is that? Das war gerade die beste Szene des Spiels. And Elcor, Drell, Volus, Hanar, I think. That's some delicate business putting Hanar in stasis. Point is, they're still out there. The Kila Sia wasn't destroyed. Kila Selai. That's fantastic news. We need to report this right away. It's good news, but it bounced too many times to trace and... That's not a distress call. It's a warning to keep away from... Ich kann sagen, das wird keine Mission sein. Das ist einfach nur der Teaser für das nächste Spiel, was nie kam. We have to trust their Pathfinder. All we can do is wait. Geil. Ja, wait auf Andromeda 2. Ich setze mich dann mal hin und warte. Ups. Ich scanne. Warte mal, kann ich die Leute scannen? Kann ich Tilly scannen? Okay, einer fehlt. Pathfinder. Uff. Honored to see you, Pathfinder. Glad to have you. Hm. Ich glaube, der eine Salarianer fehlt noch, ne? Wir können jetzt die Todespille schlucken und gehen. Fingen wir erst bei 9 von 10, was?
gestern einen Film gesehen mit Todespillen drin, den ich meine ganzen Videos betitelt habe. Silent Night war ein komischer Film. Kann ich nicht empfehlen. Ist hier was? Nö. Eine Person existiert hier noch, mit der ich scheinbar talken kann. Ah, das ist der? Nee. Gedenkstätte. Ach, geh mir nicht auf den Sack. Du? Up straight, everyone. This is the guest of honor. Like you have to tell anyone that. Hunter, this is our opening. Let there be some sense of ceremony. As I was about to say, hello, Pathfinder. I am Chief of Operations. Second Wave Placements Office. Hunter Carey, Reconstruction. Sounds like Meridian is... I could... Yeah. Da, dich brauche ich noch. Enjoying the fruits of your labor? You deserve it. Thanks, Kello. The Tempest is getting some much-needed service. I was underfoot, apparently. But I wouldn't miss the big day. Meridian looks so different out of the cockpit. I think I understand better why you do what you do. Thinking of trading in your pilot's chair for some muddy boots? Not even slightly. I know what I'm good for. I don't pretend to understand everything. But Meridian must have opened a lot of doors. Not all of them safe. I want you to know that it'll be my privilege to keep flying you to them. Mm-hmm. It means a lot that you want to stick with us, Kello. Of course. And keeping my ship is a plus. The Tempest will be pristine by the time you're ready to go. Just point the way, Pathfinder. 100 minus 83 gleich 17. Um die Galaxie weiter zu erkunden. Okay, dann wird es dann vorbei sein jetzt. Hoffentlich, bitte, 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 bitte. Ja, und hast du Bock auf Sport? Living so soon? Das musst du mir beantworten. It's no fun. Wir haben 21% Trophäen. Ich habe schon PSN Profiles aktualisiert. 21. Schlucksport. Geil! Ich gebe mir Mühe. Oh, da habe ich wirklich alles gerade, alle Muskeln trainiert, die in meinem Mund sind. Kennt ihr diese geilen Dinger, wo man seine Kaumuskeln trainieren kann? Verstehe ich nicht. Habe ich nicht sogar auf meinen Emotes hier? Habe ich nicht sogar das T-Shirt da an? Oder das Oberteil? Hey, 6 Leute, die mir scheißegal, ich wollte gerade Freunde sagen. Ach, fickt euch. Meridian is humanity's home, and maybe one for all of Helios. We did that, but I'm the Pathfinder. I should be out there on the. Man, ist das kleines Emote. Let's go home. Ja, doch, mit so viel Haut, die ich jetzt zeige in die Richtung. Pling. Platin. Nee. Thank you. Oi, oi, oi. 17. Woo! 17 Cent auf meinen Nacken. Davon hole ich mir einen Center Shock. Ach nee, reicht nicht, glaube ich. Danke! Aber die ganzen 17 Cent hier zusammen müsste ich ja schon Geld haben. Oh. Leute, wir haben es geschafft. You have AVP outstanding, Pathfinder. So, Epilog geschafft. Das war's. Fick die Scheiße. Ja, ich will Level jetzt auch nicht mehr auf. Lohnt sich auch nicht mehr. Hier, speichern. Tschüss. So, wir gucken jetzt aber kurz Trophäen an.
ja, 21 elegante Prozent. Funktion der Kräftekombos aus. Habe ich für gearbeitet, hat nicht funktioniert. 2000 Gegner habe ich nicht geschafft. Und die Gegner werden sie schweben, leck mich. 100 Feinde im Nahkampf, nö. Sind sie die Nieren, bla. 200 Schwachpunkte habe ich geschafft, hey. 50 Wiederbelebung, ich habe eine geschafft. Und der Gegner, nehmen sie Konstrukte verwenden, keine Ahnung, was das heißt. Ein von Gegner mit einem Schwung, keine Ahnung. 500 Gegner, bla. Bla. Redikt V in jeder Art von keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist kacke schwer. So heißt es, wenn man den Schwung zurückschießt, Romanzen, bla. Haben sie im Moment 35 Sekunden in der Luft? Ach du Scheiße. Wahnsinn durchspielen. Jetzt die ganzen komischen Möchtegern-Multiplayer. Hier. Vielleicht mache ich das noch. Das mache ich vielleicht noch. Keine Ahnung. Also alle beliebigen kommen hier an 5 Einsatzteams-Missionen oder Epic. Aktivieren Sie Meridian. Hey, das war die Abschlussstufe hier. Aktivieren Sie die Reliktstadt. Führen Sie den Reboot des Pathfinders durch. Befreien Sie die Rayancha-Arche. Einfach storyrelevant. Errichten Sie einen Außenposten. Zerstören Sie die Aufstiegseinrichtung oder retten Sie die angarischen Gefangenen. Treffen Sie die Angara auf Aya. Ja, Gesetzlosengruppierung, da muss ich irgendwie irgendeine Loyalitätsmission machen. Werden Sie der neue Pathfinder, den Zugang zu Tempest, aktivieren das erste Reliktgewölbe. Holen Sie das kurganische Kolonieschiff zurück. Ja, das habe ich versucht, aber ging mir auf den Sack, diese Rex-Mission. Halten Sie den Rülka-Anführer auf, keine Ahnung. Ausbruch gemeinsame Bedrohung, keine Ahnung. Vetras-Schwester, keine Ahnung. Finden Sie Quelle selbst. Das sind so hochprozentige Trophäen, die ich alle nicht habe, weil mir das so am Arsch vorbeigeht. Arche der Asari, ja, da hat die Bitch einfach nicht mehr geantwortet, also leck mich. Alle 6 Mitglieder landen auf einem fremden Planeten. Einzelspieler 40. Ja, keine Ahnung. Hier Profiltyp sehen. Stufe 25, ja, das habe ich sogar fast geschafft. Fast geschafft heißt die Trophäe, ja. Da stehen die 6 Einsatzteams zusammen, sehen Multiplayer-Modus, bla. Und sie ein Einsatzteam auf Stufe 20. Das sind 3 unterschiedliche Profiltypen aus. Wenn sie Lebensfähigkeit aller entdeckten Planeten auf 100%. Geht sogar scheinbar. Wenn sie Lebensfähigkeit eines entdeckten Planeten auf 100%. Ja, keine Ahnung, Alter, ich weiß es nicht. 100, ja, das hätte ich eigentlich machen können, 100 Objekte scannen. Hey, ich habe so diese simpelsten Trophäen nicht, weil das Spiel so scheiße ist. Und alle 20 Relikträtsel lösen. Ja. Müllspiel brauche ich nicht. Kann mir gestohlen bleiben. Kann mir wirklich gestohlen bleiben. Ja. Zeitverschwendung auf jeden Fall, so ein bisschen. Aber es war zumindest in Form des Let's Plays, also nicht komplett Verschwendung. Aber privat hätte ich das Spiel auch wirklich abgebrochen, wahrscheinlich nach 2-3 Stunden. Da hätte ich wirklich schon keinen Bock mehr gehabt. Wenn es auf jede 10. Sekunde ankommt, ne, dann kann das schon zu gewissen, ja, Abnormalitäten im Hormonhaushalt des Menschen führen und man rastet aus. Ja, das ist eine Sache, die auf jeden Fall auch hier passiert ist. Ha, ja, das war Mass Effect Andromeda. Ich will eigentlich keine großen Worte mehr verlieren. Das Spiel hat für sich gesprochen. Es war nicht gut. Und das passiert. Aber das Folgeprojekt, Freunde, das wird gut. Da bin ich mir relativ sicher. Auch wenn es sicherlich auch ein bisschen hart wird mitunter. Es ist ein absoluter Klassiker, den ich nie gespielt habe und auf jeden Fall mal nachholen will. Und ja, wird auch nicht so lang gehen. Und danach geht es weiter mit Dark Souls 2. Oh, 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 oh. Tipp. Das war eigentlich schon ein Tipp. Spyro 3. Ja, nein. Rayman Raving Rabbids. Muss man gespielt haben. Ja. Diese Rosine war für euch. Boah, die schmeckt voll eklig. GTA, nein. Tschüss. Das war Display. Tschüss, danke fürs Zusehen und danke für, weiß ich nicht, irgendwas.